Hallöchen, hi. Ich habe gesehen, die Reisernte, die ist schon voll im Gange. Ich wollte euch das mal zeigen. Ja, da könnt ihr sehen, ich zoome mal ein bisschen rein. Da sind die Leute schon am Reisernten. Hier ist schon einiges abgeerntet. So, da könnt ihr sehen, das Reisstroh. Da drin ist ein Tierchen. Da ist es, das Reisstroh da hingelegt. Ich gehe mal dahin. Ich bin jetzt nämlich gerade dabei. Hier sieht man, wie die Leute drin rumgelaufen sind, abgeerntet haben. Hier sieht man das Reisstroh. Wie es abgelagert ist. Da schleppen die das da durch die Gegend. Aha. So ist das. So geht das. Ja, und hier ist jetzt das Reisstroh, das liegt jetzt hier rum und das wird jetzt wahrscheinlich dann trocknen und dann wird es irgendwann abgebrannt. Und ich hatte jetzt die Idee, das sozusagen zu Terra Preta, also zu Pflanzenkohle zu machen und daraus dann Terra Preta zu machen, genau, aus der Pflanzenkohle. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt hier in dem Ganzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da weiter fleißig spendet oder investiert. Die Informationen dazu gibt es in der Beschreibung, damit wir diese Sache hier weiter voranbringen können. Ja, die sind hier alle fleißig am Machen. Hello! Hallo! Morning! Interessant. Die klopfen dann sozusagen den Reis. Genau, da gehe ich mal hin. Versuche ich mal hinzukommen. Sehen, ob ich. Oh je, hier komme ich nicht lang. Ich bin im Reis zu versinken. Ups. So, bin ich schon fast reingezackt hier. Da bin ich doch ein bisschen zu schüchtern, um hier mit den Füßen, die hier rumlatschen, komplett im Reisfeld hier zu versinken. Ich gehe, glaube ich, mal von der anderen Seite ran. Da komme ich wahrscheinlich auch hin. Dann kann man sich das mal angucken, wie die den Reis da ausklopfen. Ich weiß nicht, ob das hier für mich, für meine Füße so gut ist, hier einfach ohne irgendwelche Sicherheitsbelehrungen hier drin rumzulaufen. Vielleicht sind da doch irgendwelche giftigen Tiere oder was weiß ich. Oder irgendwelche Sachen, wo man dann feststecken bleibt, was man da wissen müsste, irgendwelche Spezialtechnik, dass man sich da wieder selbst befreit. Also jetzt hier in dem Schlamm rumlaufen, einfach so. Das könnte vielleicht ein bisschen gefährlich werden. Ja, dann gehe ich mal da auf die andere Seite jetzt, wie gesagt, da wollte ich ja sowieso hin. Und dann müsste ich mal kurz mit Chris irgendwie versuchen, das hier so zu klären, dass die. Oh shit, wieder dieses Scheißding, wo ich mir hier halb den Kopf abschneide. Hier so ein Draht, so ein ganz dünner Draht, den man nicht sieht. Genau, da kann man das jetzt mal betrachten, was die da machen. Ha
Hallo. Hi. Hallo. Hat er Angst vor mir? Da wird so Reis geklopft. Da fällt denn das auf die eine Seite? Die fallen da wahrscheinlich durch. Wieder jemand Furcht vor mir? Naja, so sieht das aus. Das hier geklopft und dann dahin geschmissen. Interessant. Sehe ich jetzt das erste Mal, wie das direkt gemacht wird. Das ist ja eigentlich ganz easy. Abgefackelt. Aha, oje. Ja, genau so, das wollte ich im Prinzip vermeiden, dass das passiert. Weil das geht jetzt nämlich hier richtig los, wie man das sehen kann. Das ganze Land unter Nebel gesetzt. Ja, da sieht man es mal richtig krass. Von der Entfernung sieht das noch aus. Sieht man jetzt auf dem Film gar nicht so deutlich. Ja. Na gut, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass wir hier zumindest so einen Teil von diesem Reisstroh benutzen können für die Therapreta. Also ich werde mir erstmal gleich einen Teil schnappen. Problem ist halt, die haben das jetzt gerade erst geerntet und da ist es ja noch ein bisschen feucht, dann macht es im Prinzip so einen Qualm, wie die hier selber machen. Ich wollte denen ja eigentlich sozusagen zeigen, wie es besser geht und da müsste man sozusagen dann ein bisschen trockeneres Material haben oder zumindest die Feuerstelle irgendwie optimiert haben und im Moment ist es noch nicht so der Fall. Ich habe jetzt so einen kleinen Blumentopf gefunden, den ich als Feuerstelle benutzen werde, erstmal. Und ja, der ist eigentlich viel zu klein. Aber besser als nichts sozusagen für den Anfang. Ja, da muss ich nochmal schnell überlegen, wie ich das jetzt hier sozusagen in den Griff kriege. Dass die das nicht schon gleich abfackeln und dann ist es weg. Schnell eine Lösung her. Also ich versuche mit Christa mal irgendwie zusammen schnell eine Lösung zu finden. Ich zeige euch mal, da hinten geht das jetzt krass los, ja, wie ihr schon gesehen habt. Das wird abgefackelt und dann ist alles voller Nebel hier. Das ist halt richtig Schwachsinn. Und es wird halt alles verbrannt, ja, das ist ja das Problem. Es wird nicht zu Kohle, sondern es wird halt einfach zu Dreck im Prinzip, zu Umweltverschmutzung. Hier, das ist jetzt der Topf, der hat jetzt ein Volumen von, naja, 1,5 Litern vielleicht, bis oben hin. Das ist halt echt mini. Das ist aber das einzig geeignete, was ich jetzt gefunden habe. Wir haben noch mehr so Töpfe, aber die sind eigentlich für den Verkauf gedacht. Also die sind halt so schicke Töpfe mit Verzierung und so weiter. Ups, jetzt hat die Kamera so ein bisschen gewackelt hier. Wir haben ja noch dieses Ding da. Vielleicht könnte man das irgendwie auch verwenden. Aber da kommt gar keine richtige Luft dran. Das ist wahrscheinlich zu wenig Luft. Man bräuchte wahrscheinlich sowas hier wie das hier. So unten so ein bisschen schmal. So wie so ein Blumentopf eben so. Aber halt ein bisschen größer als das Ding. Aber auch feuerfest. Ja, also ich werde jetzt mal versuchen, mit Christa irgendwie eine Lösung zu finden,
wie wir dieses Reisstroh irgendwie sichern können, dass die das jetzt nicht direkt abfackeln, irgendwie heute oder morgen schon. Und es ist weg. Tja. Das ist jetzt die Frage. Genau, hier haben sie den Ansaugstutzen von unserem Wasser. Aber das ist halt auch blöd gemacht eigentlich. Ich hätte denen was gebaut, das haben sie aber nicht benutzt bis jetzt. Jetzt haben die hier selber was gebastelt und das blockiert jetzt hier, das fängt jetzt hier sozusagen den ganzen Müll ein. Das ist eigentlich scheiße, was sie da fabriziert haben. Ich hatte denen eigentlich was aufgezeichnet, einen richtigen Plan gemacht, also dass sie da einfach ein Brett machen, wo der Müll sozusagen dran vorbei schlittern kann. Und die haben jetzt hier im Prinzip so ein richtiges Fanggitter gebaut, wo sie den Müll im Prinzip einfangen. Das ist eigentlich Mist. Ja, naja, habe ich schon sehr oft erlebt, so dass die halt irgendwas machen, was halt eigentlich ziemlicher Mist ist. Wird aber dann gemacht, wenn man es nicht besser weiß. Und dann hat man am Ende dann mehr Arbeit und mehr Kosten und alles und dies und das. Es ist halt immer wieder das Gleiche. Ist ja mit dem Haus hier nichts anderes. Das ist ja auch im Prinzip voll die Bauruine. Man müsste das eigentlich wegreißen und neu bauen. Ja, aber dafür haben wir jetzt auch keine Zeit und Geld und was weiß ich. Geht leider alles nicht. Muss man halt so improvisieren, wie es jetzt ist. Und so ist das jetzt. Ja, ich schaue dann mal, dass ich jetzt hier eine vernünftige Lösung finde für das, für die Biomasse, die wir jetzt hier haben, dass ich die zu Terra Preta verarbeiten kann. Ja. Ich gehe vielleicht gleich mal zu Chris und vielleicht können wir das gleich mal live sehen. Vielleicht haben wir da gleich noch ein Ergebnis. Schauen wir mal, vielleicht klappt das. Vielleicht ist ja die Chris da schon, hat sie gleich noch eine Idee. Dann können wir das gleich noch in die Tat umsetzen. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Ich habe gerade gesehen, wir sind, die sind schon da, bei den Reis abzuernten. Ich weiß nicht, vielleicht schon seit gestern oder so. Mindestens seit heute. Und da ist jetzt dieses ganze Reisstroh, was da auf dem Feld liegt. Und das wollte ich ja eigentlich sozusagen pyrolysieren, also zu Kohle machen, ja? Durch dieses spezielle Feuer. Und da ist jetzt die Frage, wie können wir das jetzt sichern sozusagen, das Stroh, dass die das nicht einfach abfackeln und es ist weg? Nein, die Frage ist, wo kannst du das in diese Reisstroh brennen? Ja, können wir das vielleicht auf diesem Grundstück da so einen kleinen Haufen machen, so von dem, was wir so benutzen würden, und dann machen wir das immer so, jeden Tag ein bisschen? Können wir da uns vielleicht so einen kleinen Haufen machen auf dieses Grundstück? Welche Grundstücke? Na, auf hier im Haus? Nee, da hinten, da auf dieser Seite, wo das nicht... Das darfst du nicht von den anderen Leuten. Hm? Das darfst du nicht einfach so machen, von Grundstück von anderen Leuten. Wie könnte man es denn machen? Dass ich immer so jeden Tag so ein bisschen dann da zu Kohle mache. Also ich würde jetzt sowieso erstmal Experiment machen, ob das überhaupt funktioniert mit diesem Stroh. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht richtig. Und dann muss ich mir sowieso was anderes überlegen, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon irgendwie geht. Wir bräuchten wahrscheinlich ein bisschen größeren Topf als den ich jetzt habe. Und dann könnte ich halt jeden Tag so, weiß ich nicht, 50 Liter machen oder so, 100 Liter. Vielleicht auch mehr. Aber da müssen wir das Stroh irgendwie zwischendurch halt irgendwie sichern, dass die das nicht abbrennen da auf dem Feld. Und kurz mit denen reden. Die sind jetzt gerade dabei. Ich war schon da, habe schon Hallo gesagt, so schon gefilmt und so, wie sie den Reis so ausschütteln und so. Können die das vielleicht einfach, kann es vielleicht auf dem Feld so liegen bleiben für eine Woche oder zwei? Das, wer diese Reis geerntet hat, dann das ist nicht der Owner. Ja. Dann musst du die Owner fragen. Aha. Ob die das so für selber braucht, damit das die Erde so gut bleibt für den nächsten Reispflanz. Das weiß ich nicht. Jeder hat ein anderes System.
Es wird ja eigentlich nur abgebrannt und fertig, da wird ja nichts gemacht, oder? Nee, das ist nicht immer alles. Wie du siehst, das ist nicht alles. Naja, können wir die mal fragen, ob wir das halt benutzen können, da einen Teil von dem? Du kannst mal fragen. Du kannst sie ja mal fragen. Naja, die verstehen mich ja nicht so richtig. Naja, weil kannst du mal keine übersetzen? Interesse hat. Du hast kein Interesse, so. Du lebst hier und du lernst gar kein Wort so von. Ja, bis jetzt kann ich noch kein Indonesisch. So. Kannst du da ja, also ich in Deutschland als Übersetzung kann ich auch mitkommen? Keine deutsche Sprache. Kannst du da mal mitkommen, also übersetzen? Viel zu tun. Ich warte nur noch auf meinen Bruder und dann wir fahren irgendwas Wichtiges besorgen, was man auch mal Geld zum Geld verdienen kann. Hm. Unsere hier tägliche Essen zu kaufen und so. Hm. Das ist nicht nur einfach so ein Quatsch machst du. Naja, das ist halt wichtig. Das Projekt, dass wir das halt produzieren können. Da mal zum Übersetzen mitkommen? Was soll ich denn übersetzen? Naja, dass wir die halt fragen, ob wir da was benutzen können von dem Stroh und das, ob das da sozusagen so liegen bleiben kann dann erstmal oder so. Und dann, wo würdest du das denn machen? So, wo brennst du das denn das Ding? Du hast ja auch schon die ganze Zeit, so, das ist mit dem anderen Leute so reden, dass sie oder sowas nicht brennen. Ja. Hm. Und jetzt willst du selber was brennen oder was? Ja. Ja, das ist doch komisch. Ja, es ist leider so. Ja. Also die Maschine ist noch nicht fertig. Was du denn Gefühl sagst oder was du denn Gefühl wolltest? Ich denke nach und dann tue ich entsprechend danach handeln. So ist das. Ja, mach das selber. Ich muss das mal was. Ja, das war der Support von Christiana. Nicht vorhanden. 0% Support. Ja, so ist das. Mit Christiana. Wie seht ihr das? Ist das eine normale Verhaltensweise oder wie seht ihr das? Ja, gehe ich nochmal hin und frag die mal irgendwie. Keine Ahnung, wie wir uns verständigen, aber ich mach's einfach mal. Hallo. Hi. Do you speak English? Do you speak English? No. Oh. Oh. Is someone who is speaking English? Jemand finde, mit dem ich irgendwie Englisch sprechen kann oder so.
Das Stroh war jetzt eh so noch so feucht. Ich glaube, das andere war schon von gestern. Tja, die sprechen hier alle Indonesisch. Oder so. Ja, so ist das, wenn man so eine Partnerin hat. So geht das seit 10 Jahren. Ungefähr. Oh. Hello. Hi. Shit. Mal sehen, ob ich jemanden finde, ob ich mit Gestikulieren den das verklickern kann. Ich habe jetzt auch nur eine Hand, weil ich die Kamera habe. Ich guck mal, das ist hier schon mega trocken. Könnte ich eigentlich mitnehmen. Halt schon mega trocken, das könnte man hier schon quasi anzünden. Ja, wie verklickere ich denn das jetzt? Dass die das checken, dass ich das Zeug haben will, dass sie das nicht einfach abfackeln. Ja, so ist das mit diesen. Kann ich nicht mehr hinlaufen, das ist ja auch dumm. Hier gibt es keinen Weg. Ich versuche da mal irgendwie hinzukommen, aber keine Ahnung wie. Irgendwie mit den Leuten mal sprechen. Tja. Komme ich da lang? Ja, sieht schlecht aus. Da hinten irgendein Weg ist. Naja, ich versuch's. Was habe ich zu verlieren? Irgendwie versuche ich da jetzt hinzukommen. Zu den Leuten. Tja. Ah, shit. Sieht doof aus. Tja, gehe ich mal andersrum. Versuche ich mal andersrum dahin zu kommen. Vielleicht ist da noch ein anderer Weg, wo ich nicht so versinke. Könnte mir das ja natürlich auch irgendwie so nehmen und dann warten, bis einer kommt und schimpft. Versuche mit ihm zu reden. Oder ich den Google-Übersetzer nehmen. Ach, das ist eine gute Idee. Wenn gar nichts mehr hilft, dann nehme ich den Google-Übersetzer. Aber scheiße, ich brauche Internet. Fuck. Das ist doch alles zum Kotzen. Hallo. Oh, hi. Hi. Do you speak English? Nein. You speak English? Ja. Ah, okay.
So, der läuft sich einfach so lang. Mal gucken, ob ich da auch langkomme. So, der hat jetzt schon diese coolen Reisschalen. Die werden alle eingesammelt. Die verkaufen die wahrscheinlich für irgendwie 50 Cent den Sack oder so. Jetzt rennt er weg. Er sagt, er kann Englisch und rennt weg. Schön. Schöner Scheiß. Hier, genau, sowas. Sowas will ich im Prinzip machen. Das hier, ne? Aber das ist halt. Im Prinzip ist das ja halt wie Luft so. Das ist die Frage, ob das jetzt irgendwie tatsächlich irgendeinen Sinn macht. Sieht man das ja schon mal. Ist jetzt ziemlich unklar, ob das jetzt tatsächlich irgendeinen Sinn ergibt. Hallo! Hallo. Nach dem ersten Eindruck würde ich schon bald mal sagen, naja, sehr zweifelhaft, ob das irgendwie jetzt den Nutzen hat, den man sich so vorstellt. Aber das ist jetzt auch verbrannt an einer offenen Luft so. Müsste man vielleicht nochmal, oh, jetzt kommt der wieder hier lang. Ja? Da wird das Reis rausgehauen. Also wir haben hier diesen Stamm von diesem Gras und der ist halt, besteht halt fast aus nichts. Tja, ist halt tatsächlich die Frage, wie viel, was hat man denn daraus sozusagen, wenn man das jetzt abfackelt, also das jetzt pyrolysiert? Wahrscheinlich relativ wenig. Ja, wie verklicker ich den jetzt, dass ich hier rumexperimentieren will? Hallo? Alle fleißig am Einsammeln. Ja, also ich habe jetzt keinen richtigen Ort. Also ich müsste hier auf dieses andere Grundstück gehen, um das zu abzufackeln. Das würde wahrscheinlich irgendwie gehen. Wenn ich das jetzt nicht allzu groß mache. Aber dann müsste ich irgendwie eine Lagerfläche für das Reisstroh haben. Kann ich das jetzt einem verklickern, der meine Sprache nicht spricht? Hab ich jetzt darüber noch nicht nachgedacht haben. Ich mach mal hier nochmal einen kleinen Abstecher. Hier hat man was abgefackelt. So ungefähr soll das ja werden dann.
da alles? Relativ klein wahrscheinlich. Also klein. Wenn ich jetzt so kleine Mengen mache. Ja. Ich hatte eigentlich vor, so eine Grube auszugraben, die so vielleicht 100 Liter oder was weiß ich hat. Und dann, oh, jetzt habe ich hier bei den Essen rumgefummelt. Ich hoffe, ich habe da nichts voll gesaut. Aber wenn ich hier ein Loch buddel, das ist halt das Problem, dann ist das hier gleich, kommt hier gleich Wasser. Do you speak English? Ja? I want to use this straw. Is this okay that I can take this? Ja? Yeah? This straw? Can I take it? Aha. Okay. Hi. Do you speak English? Yes. Ah, okay. I want to make some experiments with this. I can come with you. I want to make some experiments and I want to use this rice straw. Can I get this rice straw for making some experiments? I want to make some coal out of it. So, ich schmeiß das jetzt hier hin. Ich frage ihn mal, ob ich dir das zum Beispiel nutzen kann oder so. Ups, voilà. Aha. I see. I want to have some straw. Yes. Uh-huh. I can I take this? No. Or? Yeah, I see. Hello. Ja, die sind halt alle zum Reis transportieren hier. Wollen nicht rumdiskutieren. Das ist jetzt Stroh oder was ist das? Das ist auch Stroh. Aha. Also sie benutzen anscheinend schon was. Tja, schwierig. Wenn ich da jetzt irgendwas benutze, dann denken die, das ist Diebstahl oder ich weiß es nicht, was die jetzt hiervon halten. Die fackeln das ja eigentlich alles ab. Sagen immer yes. Ja, vielleicht einfach machen, ne? Und dann werden die mir schon sagen, ich soll ihnen da 50 Cent geben für ihr Kubikmeter Stroh, was ich da verheizt habe. Ja, so ist das. Fehlende Kommunikation führt immer zum Misserfolg, hatte ich das letzte Video
so ist das halt auch hier. Keine Kommunikation vorhanden. Ja. Naja, dann mache ich das einfach mal irgendwie. Und guck mal, dass ich jetzt das hier so mache, dass das jeder sieht und die sich dann beschweren können, wenn sie wollen. Ja, jetzt habe ich den ganzen Schuh hier voller Matsch. Ja, der Wind, wo kommt der her, dass wir uns den Wind nicht hier ins Haus machen? So, haben wir die Schale hier und dann machen wir damit mal Kohle. Löschen wollte ich es mit diesem Sand. So war der Plan. Jetzt habe ich leider matschige Füße. Das weiß ich nicht genau. Also ich könnte hinten rumlaufen. Genau, ich gehe mal hinten rum und versuche da mal so ein bisschen von dieser Erde zu holen. Nicht Sand, sondern Erde. Naja, Film läuft noch. Ist schon heiß. Hi, hello. Do you speak English? You? Hi. Do you speak English? Kein Englisch. Nicken mit dem Kopf, aber dann doch wieder nicht. So, ich glaube, ich muss mir das dann doch mal als Text irgendwie aufschreiben. So, ich bräuchte mal ein Eimerchen mit dieser Erde. Was könnte ich denn da nehmen? Den da zum Beispiel? Von denen einen? Ja. Brauchst du diese Schippe jetzt? Zurzeit? Gut, also dann mache ich jetzt mal hier ein bisschen Erde rein und dann nehmen wir das zum Feuer ausmachen. Schiebe ich das Ding mal hier voll oder halb voll, reicht vielleicht erstmal. Das ist voll schwer, ist das Zeug. So, dann produziere ich jetzt einfach mal die Kohle und fertig. Ich mache noch zwei Schippen dazu. Das stinkt irgendwie so nach Kacke. Scheint wohl irgendwie Kacke dabei zu sein. Vielleicht hat hier die Katze reingeschissen oder so. Das könnte Katzenscheiße sein. Oder so. Ja. Tschüss. Tschüss.
Ich habe hier gerade Katzenkacke oder sowas gefunden. Die hat hier wahrscheinlich ihr drin geschissen. Was ist das? Katzenkacke. Katzenkacke, das muss ja in beim Flüssen schmeißen. Willst du das nicht im Blumentopf oder so machen? Nein. Okay. Ja, also die hat das wahrscheinlich als Klo benutzt. Und jetzt habe ich es an der Hand. Naja, das möchte jetzt das schmeißen. Katzenkacke in den Fluss. So ist das. Das, was man am wenigsten will, wird in den Fluss geschmissen. So. Hallo. So, jetzt müssen wir erstmal die Hände ein bisschen nochmal waschen. Die eine Hand zumindest. Mal sehen, wie ich das jetzt mit einer Hand hinkriege. So, ist da noch mehr? Noch mehr Scheiße? Ja, ist noch mehr. Also da ist noch mehr. Scheiße. Noch mehr Scheiße, genau, richtig. Da kommt die wahrscheinlich öfter. Ah, hier ist noch mehr. Ich habe das jetzt an meiner Hand gerochen. Ja, ich sammle das mal raus und. Aber du musst das irgendwie zumachen, dass die da nicht rankommen. Also eigentlich ist das ja. Ist das ja gut. Ich wollte nämlich selber jetzt. So, da ist die Kacke. Ich wollte jetzt nämlich selber Kompost mit Kacke machen. Aber da wollte ich mich dann nochmal genau informieren, wie man das macht, dass man da irgendwie keine Probleme produziert. So, dann nochmal eine Ladung in den Fluss. So ist das hier. Die Fische, jetzt Katzenkacke. Naja. Gut, weiter geht's. Im Text. So, da ist ja gut, dass ich hier die Schippe habe. Also die hat... Achso, das ist nicht der... Packt wahrscheinlich hierhin, wo es so besonders easy ist, so am vorderen Bereich. Ja. Ja, sorry. Vielleicht mal ausschütten, das ist eh so ein bisschen dreckig am Boden. So, dann geht es jetzt wieder hinter mit dem Lösch, mit der Löscherde, mit der Katzenlöscherde. Da haben sie die ganzen Säcke. Ich weiß nicht, was die da jetzt alles so. Wahrscheinlich auch schon so Stroh oder so, keine Ahnung. Ich nehme mir mal was. Dann sollen sie mal Bescheid sagen. Ich versuche das mal nochmal irgendwie als Text zu formulieren. Und dann kann ich denen das ja. Boah. Ich denen das ja irgendwie zeigen. Das einen stört, was ich hier mache. Scheiße.
jetzt kommt die Sonne rum und jetzt bin ich dann in der Sonne so. Aber wenn ich filme, dann kann ich keinen Text schreiben. Scheiße. Ja, na gut, vielleicht mache ich einfach mal kurz einen Break. Schreibe ich kurz den Text, aber den kann ich denn dann nicht zeigen, wenn ich filme weiter. Ja, ach, dann muss ich einfach, mache ich einfach weiter. Ja, so ist das, wenn man ganz alleine in der weiten Welt für das Richtige kämpft. Ja, gut, also wir haben jetzt hier den Eimer. Ich habe Hunger, habe noch nichts gegessen heute. Es gibt nichts zu essen. So sieht's aus. So ist die Realität. Zu trinken gibt es auch nichts im Prinzip. Ja, ich hoffe, ich falle nicht um. Ich werde mal hier einfach ein bisschen was einsammeln und dann lege ich einfach mal los und fertig. Damit wir hier mal fertig werden. Hier ist so ein Deckel. Den könnte ich erstmal. Na, der ist wahrscheinlich nicht dicht genug. Nee, der ist nicht geeignet. Ja, ich glaube, wir haben ja noch so ein Brett. Das könnte man nehmen. So, ich bin mal schön freundlich und so weiter. Und guck mal, wie das so weitergeht. Geeignet. Jetzt müssen wir alles voll trocken. Von oben müssen wir das immer nehmen, genau. Weil wenn das jetzt hier ein paar Zentimeter tiefer, da ist es dann schon nicht mehr trocken. Ja, das ist natürlich dumm, dass ich jetzt auch bloß eine Hand habe. Grün lasse ich da. Die anderen nehme ich mal mit. Dann fangen wir an. Meine Experimenten. Brauche ich noch das Stativ? Ich hoffe, der Akku macht jetzt hier noch mit, aber ich denke schon, die Sonne kommt jetzt rum, aber hier sind Bäume. Ich glaube, das kriege ich irgendwie einigermaßen hin, dass ich im Schatten bin. Ich muss gucken, dass es mit dem Wind irgendwie passt. Hier ist noch mehr Schatten. Hier sind wir auch ein bisschen dichter, weiter weg vom Haus. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich lasse mal das Zeug hier am besten in der Sonne liegen, dass das weiter trocknen kann. Ich hole mal da noch ein bisschen mehr, dass ich nicht gleich wegen jeden zwei Grashalmen da gehen muss. Jetzt natürlich nicht ganz so effektiv, wenn ich jetzt hier wegen 200 Gramm Stroh irgendwie immer hin und her laufe. Ja, das sind ja jetzt erstmal eine Demonstrations hier, um zu gucken, wie das funktioniert. Das kann man dann halt in einem größeren Maßstab umsetzen. Achso, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den Leuten nicht hier, wenn die hier langfahren, den Weg blockiere mit dem Stroh und so weiter. Am besten, dass sie nicht da drüber fahren, sonst machen die das nämlich kaputt und
Wir wollen ja eigentlich die Struktur von dem Stroh haben. Ja, muss man einfach hier alles so rum. In der Sonne rumfliegen, dass es noch ein bisschen trocknen kann. Oh, das passt gut durch. Ups. Hallo? Speer. Ja, wenn das jetzt sich irgendwie noch jemand finden, der mir da so ein Okay gibt, dass ich das auch ein bisschen größer machen kann hier. Die Aktion, dass ich jetzt hier nicht wirklich mit immer so einer kleinen Handvoll irgendwie so durch die Gegend rennen muss. Ist das jetzt hier irgendwie anders? Nee. Ja, das ist noch nicht so ganz furztrocken, muss man immer genau gucken, dass man die oberste Schicht nur nimmt, den furztrockenen. So, sieht das aus wieder hier, Handvoll Stroh. Huh? I want to make a coal. Oh. Coal, yeah, you know? Okay. Ja. Muss ich denen am besten gleich mal vorführen, was ich damit mache? Damit die das mal sehen. Ah, das ist sogar noch so eine Bank. So eine Bierkiste. So, hier geht's einfach echt zur Sache. Hingestellt, fertig. Ja, ich glaube, ich hole mal noch ein, zwei Ladungen. Und dann lege ich mal los mit dem Stativ. Ja, ich glaube, das ist natürlich von der Qualität her, von der Kohle, wahrscheinlich mit dem Holz nicht wirklich vergleichbar. Puh, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier keinen Quatsch machen. Die haben das, glaube ich, auch so hingelegt, dass man wieder nur laufen kann. Mal das hier. Ist noch so frisch. Hat das hier schon 10 Minuten wieder in der Sonne gelegen, ist schon wieder trocken. Ja, das geht natürlich. Mein Rücken ist wahrscheinlich genauso schnell braun, knusprig, trocken, durchgeknuspert. Ja, ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal im Schatten bleiben, sonst kriege ich hier zu fetten Sonnenbrand. Hier wäre auch nicht schlecht, unter diesem Baum, der ist vielleicht beim nächsten Mal. Oder halt direkt jetzt. Vielleicht auch direkt jetzt da starten die Aktionen.
dann sehen die gleich, was ich mache. Vor Ort. Ist vielleicht besser. Ich glaube, das mache ich. Hast du wieder nachgedacht, neue Idee gekriegt. Und weiter geht's. Oh. Schwer, dieser Blumentopf. Ach so, dann brauche ich noch was, wo ich die Kohle transportieren kann. Aber hier fahren die so lang. Ein bisschen schwierig. So, den Topf stelle ich jetzt mal hier hin. Das Stroh nehme ich jetzt dazu. Ich hoffe, die wollten das jetzt nicht hier noch irgendwie gewinnbringend verkaufen oder so und sehen das jetzt als Klauerei an, was ich hier mache. Jetzt stand ich schon im Wasser. Ja, das ist ja alles. Ich glaube, das wird halt alles so wie es ist, dann irgendwie angezündet. Das ist schon übel. Wie es da rumfliegt. Ist jetzt wieder noch nicht so richtig trocken hier an den Stellen. Ja, aber nicht so ganz. Tja. So ist das mit den Entrepreneurs. Gar nicht so einfach. Die erste Million. Die erste Million ist die schwerste. Hier riecht es auch noch Kacke. Hier kacken die wahrscheinlich auch immer hin. Deshalb haben wir das Stroh drüber gemacht. Fragen sich jetzt, warum ich hier bei ihrer Kacke das Stroh wegräume. Naja, schwierig. So, meine Schuhe sind glitschig wie Glitsch. Glitsch wie Seife. Oh, fuck. Muss ich voll aufpassen, dass ich hier nicht Unfall baue, dass ich hier irgendwie abstürze oder so. Ja, jetzt habe ich das hier. Und jetzt habe ich aber zu wenig Material von diesem Zeug da. Das alles irgendwie, keine Ahnung, noch nicht so richtig trocken ist. Naja, ich fange einfach an. So. Wie ich schon mal gesagt habe. Stativ rausholen. Jetzt habe ich jetzt noch schleimigere Füße als vorher. Und dann geht's los. Uiuiui. So, wo ist das Stativ überhaupt? Ist das im Zimmer? Naja. Ganz so schlimm sind die Füße jetzt nicht. Schmutzig. Alright, dann Stativ rausgeholt. Stativ ist hier. Wir hoffen, dass die Batterie noch eine Weile durchhält vom Handy hier. Ja, liebe Leute, das wird jetzt ein längerer Film. Da müsst ihr jetzt halt durch. So, dann haben wir mal vielleicht das Ding.
Wie können wir denn die Kohle reinmachen? In diesen großen? Das ist eigentlich zu groß, aber besser als zu klein. Ja, das ist eigentlich viel zu viel. Aber egal. Besser als zu wenig. Oh, passt das überhaupt hier durch? Ich passt gar nicht durch, ja? Mit ein bisschen Tricks, ein paar Tricks geht das doch. Alright, so, dann komme ich jetzt mal hier mit dem ganzen Film-Equipment. Dann sieht das wenigstens wie eine richtige Dokumentation aus. Wirklich wie ein Diebeszug. Ja, das Stativ müsste dann vielleicht irgendwie auf der anderen Seite stehen. Oder ich stehe hier auf der anderen Seite. So, könnte ich eigentlich auch stehen. So viele Möglichkeiten. Ja. Vernünftiges Bild bekommen. Ich glaube, so machen wir das. Ja, ich werde jetzt mal das Stativ aktivieren, versuchen, den Film laufen zu lassen, sehen, ob es mir gelingt. So, dann werde ich jetzt versuchen, hier mal die spannende Szene zu drehen mit dem Feuer. Das machen wir mal hier. Wieder da. Ich war nur kurz den Sand holen. Schau noch mal, was der Fokus sagt. Was ist das Ding hier? Oh, das sieht ja super aus. Ja, ihr seht wahrscheinlich dann meinen Kopf wieder nicht und so weiter. Oder was weiß ich, aber es geht ja nicht um meinen Kopf, sondern um dieses Zeug hier. Ja, ich glaube, hinsetzen ist jetzt mal schwierig. Ich versuche das jetzt mal hier so aufzubereiten. Dass man da hier so ein kleines Feuerchen machen kann. Ja, ich muss es doch irgendwie brechen und tun. Weil sonst passt das gar nicht hier in dieses Ding rein. Eieieiei. Ja, also, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hört ihr mich auch nicht so gut, ich muss lauter reden. Also ich glaube, das Ding ist halt viel zu klein. Aber so ist das jetzt.
So, ich werde das schon mal anzünden und dann mal loslegen. Hier ist das, falls ihr es nicht seht, die Erde zum Löschen dann. Ja. Wie das jetzt anfängt zu brennen, mal gucken. Ah, nicht so genau. Wie und ob. Da hatte ich mir schon bald gedacht. Fängt nicht mal richtig an zu brennen. Chris hat mir jetzt hier auch noch so eine scheiß Streichhölzer gegeben. Eine schöne Scheiße. Die dann immer gleich ausgehen. Die Idee ist sozusagen, unten anzufangen mit dem Feuer und dann oben wieder immer drauflegen, dass es möglichst nicht qualmt. Also wie gesagt, das ist jetzt eigentlich viel zu klein, das Ding. Dadurch haben wir jetzt im Prinzip auch hier so einen Qualm. Ich müsste unten eigentlich mehr Luft haben, dass es erstmal anfangen kann zu brennen. Rausholen und dann, wenn es fertig ist, runterschubsen. Da ist wahrscheinlich jetzt schon hier irgendwie eine Menge Kohlendioxid im unteren Bereich und dadurch geht die Flamme immer wieder aus oder so. Mal sehen, ob das jetzt irgendwie hinhaut. Aber ich denke, dadurch, dass die unten so geschlossen ist, die Schale, und das Feuer sich immer wieder selbst auslöschen. Ich versuche mal so rein zu pusten. Ich hätte wahrscheinlich ein viel kleineres Büschel nehmen sollen zum Anfang. Das war wahrscheinlich schon viel zu riesig. Vielleicht ist das immer noch zu groß jetzt hier wieder. Ja, ich glaube, es ist auch noch nicht so richtig ausreichend trocken.
Ja, das ist halt verrückt. Das ist viel zu klein hier, diese Schale. Das war ja schon bloß eine Handvoll und ich bin ja jetzt schon hier ewig am Machen. Also das ist ja wirklich nicht mal ein Labormaßstab sozusagen. Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier noch irgendwas Trockenes finden, was hier noch irgendwie besser brennt, damit der Mist hier noch irgendwie Feuer fängt. Ich glaube, wie gesagt, es ist noch ein Tick zu nass. Und das Problem ist halt im Prinzip, das, was wir eigentlich erreichen wollten, hindert uns jetzt sozusagen überhaupt den Prozess zu starten. Diese Sauerstoffabschirmung. Also wenn wir das jetzt hier anbrennen, ist das schon wieder ausgegangen. Ja, so ist das. Ja, also es scheint sich wirklich hier komplett selbst zu löschen, dieses System. Also es funktioniert fast. Funktioniert so ähnlich, wie man es eigentlich sich vorstellt, bloß halt, dass es nicht brennt. Also hier außen fängt es jetzt wahrscheinlich relativ gut Feuer und dann stehe ich immer auf. So soll es eigentlich sein und dann geht es aus. Und dann soll es eigentlich weiter brennen. Mal gucken. Ja, es ist leider schon wieder zu viel Qualm. Wir haben ein bisschen feuchtes Zeug dabei. Ja, das ist einfach viel zu klein, das Zeug hier. Das einfach so richtig relativ locker reinschmeißen können. Das ist ja hier völliger Schwachsinn. Immer wieder neu anzünden. Brennt es noch besser, weil hier noch Luft dran kommt. Aber das ist ja eben irgendwie nicht so richtig das, was wir vorhaben. Das soll ja eigentlich da drin brennen. Ja, also das ist mal so ein ganz schöner Fail, würde ich mal sagen. Selbstlöschend.
sich unten sozusagen das Gas, das verbrannte Gas sammelt. Ja, wir bräuchten ja eigentlich was Vernünftiges. Wir haben jetzt gar keine Streichhölzer mehr. Das ist eigentlich alles volliger Scheiß hier. Wir bräuchten eigentlich irgendwas richtig zum Anzünden. Nicht so eine Spielerei hier. Tja, vielleicht sollten wir es doch irgendwie einfach auf dem Haufen versuchen anzuzünden und dann so abzufackeln, dass es rauchfrei, möglichst rauchfrei verbrennt und dann zudecken direkt irgendwie. Ja, ich würde das jetzt einfach mal nach vorne verlagern, das ganze Geschehen hier. Und dann mal gucken, dass ich wieder noch ein Feuer bekomme. Ja, und dazu würde ich das jetzt erstmal cutten hier. Sag ich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Teil 2. Der folgt wahrscheinlich gleich.